Was für fucking riesige Croissants. Und dieses Video steht ganz im Zeichen des Essens. Camden Street Food Market, die geilsten Bagel Englands, Brick Lane mit den saftigsten Ständen und Fish and Chips darf natürlich auch nicht fehlen. Wir schauen uns die Londoner Restaurant- und Streetfood-Szene genauer an, von unten und von oben. Drei Tage sind wir in der englischen Hauptstadt und in Teil 1 haben wir uns vor allem die großen Sehenswürdigkeiten angeschaut, wie Buckingham Palace oder den Big Ben. Damit können wir auch diesmal dienen, Tower Bridge zum Beispiel, aber dazu später mehr, denn jetzt wird es erstmal alternativ. Kleiner Einschub, seit neuestem könnt ihr bei mir auch Kanalmitglieder werden, dafür müsst ihr einfach unten auf den Link in der Beschreibung klicken und das war's auch schon. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt's zum Essen und dafür sind wir extra raus nach Camden gefahren, dem wohl hipsten und kultigsten Bezirk Londons. Den sollte man auf jeden Fall kennen. Amy Winehouse kommt hierher, hier ist eine riesige Punk-Szene gewesen. Und hier gibt es einfach so viel Essen und vor allen Dingen an Wochenenden ist hier ein richtig geiler Streetfood-Market. Hier gibt es so viele geile Sachen. Camden liegt im nördlichen Teil der Innenstadt und wie schon gesagt, gehört es zu den hipperen Gegenden Londons und überzeugt mit alternativen Foodstores, Festivals, aber auch geilen Fassaden, die man sonst nirgends so sehen kann. Ich kann ehrlich gestehen, wir haben richtig Glück, denn wie ihr vielleicht hört im Hintergrund, ist hier heute auch noch ein Musikfestival. Hier geht's richtig ab, die Straßen sind voll, die Leute sind am Feiern. Hammer! Aber wir sind ja nicht hier, um zu feiern oder die Pubs unsicher zu machen. Das machen wir dann lieber in den nächsten zwei Videos, denn da geht es nach Irland. Jetzt aber geht es auf den berühmten Food Market in Camden. Ich habe mir einen Bagel mit Hähnchen geholt, Aioli drauf. Dann hatten wir noch eine von diesen Chicken Rolls. Richtig geiles Mac and Cheese, die anderen holen sich gerade noch Smashburger, einfach Hammer. Gerade der Bagel mit seinem saftigen Fleisch ist schon ein guter Start in die Food Tour. Aber die Chicken Roll von Kolkati hat dann doch noch mehr überzeugt. Irgendwie so Panierroll mit quasi so ein Rührei drin, dann Hähnchen und Gewürzen, Koriander und so ein Kram und Käse. Diese Mischung aus alten Gebäuden, aus alten Factory Buildings und diesen unheimlich geilen Fastfood, Streetfood-Läden, das ist einfach insane. Hier gibt es so viele Sachen, die könnte ich mir nicht mal vorstellen. Du einfach mal das ganze Essen hier an. Ich weiß nicht mehr, was ich nehmen soll. Ich bin ehrlich, ich bin etwas überfordert. Ungelogen, hier gibt es definitiv mehr als 20 Stände und wirklich jedes Mini-Restaurant versucht out of the box geiles Essen zu verkaufen, das einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. So wie zum Beispiel dieses Mac and Cheese hier. Wie geil sieht das denn bitte aus? Ich habe mir jetzt noch einen Naan geholt mit Tandoori Chicken. Da ist noch Käsemehl drin. Der schmeckt echt so geil. Das Chicken ist sehr zart, ist richtig gut gewürzt und das Naan ist so fluffig. Hammermischung. Natürlich ist das hier ein ehemaliges Industriegebiet. Hier sind vor allen Dingen die Pferdeställe gewesen. Neben dem Essen gibt es hier aber auch einige Einkaufsläden, wo man einkaufen kann. Auch so offizielle wie Doc Martens und viele, viele kleine mehr. Hier kann man auf jeden Fall auch sich shoppen, essen und sich einfach schön austoben. Und es ist schön im Schatten bei so einer Hitze. Ihr solltet auf jeden Fall von diesem Hauptmarkt die Seitenstraße entlang gehen, denn da ist noch mehr zu essen. Also wenn die Auswahl euch nicht eh schon zu groß ist, wird sie noch größer. Camden gehört zu meinen Lieblingsorten in London.
Und das sage ich nicht nur einfach so, denn wenn ihr Teil 1 gesehen habt, wisst ihr, wie geil ich den Borough Market finde, mit dem wohl fettigsten Cheese Sandwich der Welt. Naja, vielleicht etwas übertrieben, aber es war echt sehr lecker. Am Abend genießen wir dann den Ausblick von der Themse. Hier findet man dann doch noch so ein paar Highlights, wie zum Beispiel Kleopatras Needle, Obelisken, die vor etwa 3500 Jahren in Ägypten errichtet wurden und im Zuge des Kolonialismus nach London gekommen sind. Naja. Auch rund um das London Eye ist viel los. Das ist uns mit 30 Pfund aber etwas zu teuer und man kann auch vom Boden den Ausblick von der Themse bis auf den Big Ben bei Nacht genießen. So, jetzt aber genug. Wir springen in den letzten Tag unseres London-Trips. Moin Moin zu Tag 3. Wir sind diesmal im Osten der Stadt, werden hier jetzt einiges uns anschauen, weil wir Tower Bridge, The Tower of London noch nicht hatten. Und das erste ist The Monument und das ist das Monument bzw. der Obelisk für das große Feuer von, ich glaube, 1666. Denn war hier ein riesiges Feuer, das gefühlt die ganze Stadt zerstört hat und dadurch musste dann die Stadt neu gebaut werden. Das ist natürlich ein riesen Cut in der Geschichte Londons. An jeder Ecke findet man übrigens solche Monumente und Hinweise auf die lange Geschichte der Stadt. Immerhin gibt es die ja schon seit dem Römischen Reich, damals übrigens noch als Londonium bekannt. Mehr als 13.000 Häuser zerstört, 87 Kirchen und das ganz Coole ist, das Ding ist 61 Meter hoch, hat 311 Stufen und man kann da oben drauf und theoretisch sich die Stadt angucken. Ziemlich cool, der Brand natürlich nicht ziemlich cool, aber wir schauen jetzt mal ein bisschen weiter um, was wir noch so finden. Generell sind es jetzt sehr viele neue Gebäude rund um das Monument, aber man sieht zum Beispiel noch ein Schild von der Pudding Lane, wo dieser Brand angefangen hat. Deswegen sind wir jetzt aber auch ganz nah am Financial District. Und das Gebäude, Fun Fact, man sieht hier solche Rillen da drauf. Ich mache mal noch einen anderen Shot da rein. Denn vorher war das nur eine Glaswand und durch die Bündelung des Lichtes wurde es auf dem Bürgersteig davor so heiß, dass teilweise Sachen verbrannt sind. Leute wurden angeklagt. Auf jeden Fall gibt es jetzt diese Rillen, damit es eben nicht mehr passieren kann. Wir suchen jetzt aber auch noch ein neues Gebäude, und zwar die Gurke, weil die wollten wir unbedingt mal sehen. Der Financial District erinnert stark an Städte wie New York oder Manhattan in Frankfurt mit seinen riesigen Hochhäusern. Die Gurke bzw. Gherkin haben wir auf die Schnelle nicht gefunden. Dafür gehen wir nochmal zu dem Skyscraper, der früher die Bürgersteige abgebrannt hat. Wir sind hier am Sky Garden. Von da oben hat man eine richtig geile Aussicht. For free. Man kann sich übrigens vorher Tickets holen. Das empfehle ich. Wir haben jetzt keine Tickets geholt, aber sind relativ früh hier und kommen wahrscheinlich trotzdem so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten rein. Mit Tickets geht es super schnell. Und ich bin gespannt, wie es oben aussieht. Da oben darf man übrigens keine Tonaufnahmen machen. Deswegen stehe ich wieder unten vor dem Gebäude. Sky Garden auf jeden Fall eine Empfehlung. Schaut euch einfach mal diesen Ausblick an. Generell, man kann komplett drumherum gehen, da ist ein richtig schöner Garten, es gibt ein Restaurant, man kann sich Eis holen und. Lohnt sich auf jeden Fall, um einmal einen richtig schönen Blick über London zu bekommen und das for free. Aber nicht nur der Ausblick macht es da oben so schön. Der Garten sieht wie ein kleiner Urwald aus und man kann da echt entspannt ein bisschen was naschen und die Ruhe in der obersten Etage auf 160 Meter Höhe genießen. Lohnt sich. So, next up ist für uns der Tower of London, ein Schloss, das glaube ich 1000 nach Christus gegründet wurde, wo die Könige damals drin gelebt haben. Mittlerweile, zwischendurch war es ein Gefängnis, mittlerweile ist es eine Art Museum, genau dafür, um zu zeigen, wie grausam es teilweise hier war im Mittelalter. Die Kronjuwelen sind auch da. Und wenn man sich eine Tour, ich glaube für 35 Pfund oder sowas holt, dann gibt es diese Beef Eater heißen die, also eine Art Royal Garde oder sowas, in der auf jeden Fall was Militärisches, die in so krassen Kostümen, die wirklich offiziell sind, rumgehen und euch rumführen können.
Generell ist es aber ziemlich cool hier, weil es auch die Tower Bridge hier. Und zum Beispiel ist hier die alte Kirche, ich glaube All Hallows oder sowas. Und die ist von 675 und damit die älteste noch bestehende Kirche hier, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber es ist eine richtig coole Gegend hier, wo man viel erleben kann und viel sehen kann, was die Geschichte, vor allem die ältere Geschichte von London sagt. Ich muss jetzt über die Ampel. Guckt euch das mal an. Ganz am Anfang war es eine Burg, dann eine Art Fortress Palace, wo die Könige selbst drin waren. Und später dann wurde es vor allen Dingen als Gefängnis genutzt. Und bis 1741 wurden hier auf dem Hill Menschen getötet und sehr viele hingerichtet. Sogar im Schloss selbst wurden aber nur 22 Leute hingerichtet. Und die letzte Person, 1941, also zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, ist auf jeden Fall ein krasses Schloss. Also es ist eine richtig große Burg, einfach mitten in der Stadt. Und es ist super weird, dass man super viele neue Gebäude drumherum hat. Also hier im Hintergrund sieht man das. Also das Financial District, dann so Gebäude aus dem 19., 20. Jahrhundert und dann halt diese super alten Gebäude. Mega cool. Jetzt gehen wir zur Tower Bridge, ich glaube, die kennt jeder. Da kann man auch hoch, aber da wir jetzt schon oben waren, werden wir uns die einfach mal schön von unten angucken. Schon weird, diese Beefeater zu sehen, denn die haben wirklich die traditionellen Klamotten an. Die gibt es schon über seit 500 Jahren übrigens, das waren früher eine königliche Leibgarde. Die wohnen hier übrigens auch mit ihren Familien drin. Und haben hier theoretisch ein ganz normales Leben, nur halt in einem Schloss, das gefühlt 1000 Jahre alt ist. Auch mal was anderes. Und hier hat man auch einen wunderschönen Blick auf die Tower Bridge, die wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat. Seit 1894 gibt es die und sie lässt sich auch hochziehen für ganz große Schiffe. Ganz nett, aber ich werde langsam wieder hungrig. Kleine Verbesserung, der Tower Hill ist weiter weg, aber die ganzen Fakten bleiben stimmen trotzdem. Dafür habe ich hier diese Mauer, denn Berlin hat nicht nur eine Mauer, Jerusalem hat nicht nur Mauer, sondern auch London. Und das ist die Mauer, die die eingemauerte Stadt Londonium zeigt, also von den römischen Stadtmauern noch was zeigt. Denn London hat nicht nur Geschichte bis ins 17., 16., 15. Jahrhundert zurück, sondern auch ins alte Rom. Krass, oder? Vom Tower Richtung Brick Lane kommt man natürlich durch Whitechapel, das ist nämlich der District. Gerade in der viktorianischen Zeit, um das Jahr 1880, war es bekannt oder eher berüchtigt wegen Jack the Ripper, einem Frauenmörder, der hier relativ komischerweise schon Kultstatus erreicht hat. Aber vor allen Dingen dafür steht eben für Whitechapel, für die Zeit. Damals war es halt eben sehr gefährlich hier. Auch jetzt ist es natürlich noch sehr leicht heruntergekommen, aber hat eher so Neukölln-Vibes und nicht dieses wirklich Ghetto-Vibes. Kann man sich aber angucken, hier sind viele Graffitis und Co. Aber von hier geht es auch eben schnell zur Brick Lane und deswegen sind wir auch hier. Bekannt ist Brick Lane nicht nur wegen des Street Food Markets, sondern auch, weil hier auch sehr viele traditionelle indische, aber auch arabische Restaurants sind. Eben ähnlich wie in Neukölln auch. Kann man hier auf jeden Fall richtig geil essen gehen. Aber wir gehen jetzt auf den Street Food Market und gucken, was wir besonders da finden. Auf dem Gelände der alten Truman Brewery gibt es schon seit Jahren an Wochenenden einen großen Streetfood-Markt. Und mit dem Upmarket mittlerweile auch einen innerhalb des Gebäudes, der vor allem auf asiatisches Essen spezialisiert ist und noch jede Menge anderen Krimskrams hat. Die Auswahl ist hier einfach riesig, aber auch brasilianisch, Pina Colada gibt es hier, Sausages. Jede Menge, eine riesige Auswahl. Ich weiß echt nicht, was ich nehme. Das Gute ist ja, wir sind auch am Wochenende hier, also am Sonntag. Und da gibt es ja draußen auch noch die ein oder anderen Fressstände. Bevor wir uns was zu essen aussuchen, schauen wir uns aber auch den Streetfood Market an, der eben nur am Sonntag hier ist. Generell ist natürlich auch Brick Lane interessant. Außerhalb des Essens hier gibt es sehr viele Vintage-Shops. Ich glaube, sogar Londons größten Secondhand-Shop. Dann gibt es hier noch mehr Areas, die ziemlich cool sind. Mit Craft Beer und Co. Hier kann man echt viel sehen. Ich war hier ja echt schon oft. Und immer wieder finde ich neue kleine Läden, die mich in ihren Bann ziehen. Eine Institution ist noch am Ende der Brick Lane. Da muss man auf jeden Fall hingegangen sein. Denn das ist der Bagelladen, Brick Lane Bagel. Die haben 24/7 auf.
Die sind super urig, die geben dir gefühlt nur Bagel, die haben noch ein paar andere Sachen, aber man sollte sich auf jeden Fall einen Bagel holen. Und das machen wir, denn wir brauchen ja noch einen für den Flug morgen. Die bekanntesten Bagel sind die mit Salt Beef. Ähnlich wie so ein Pastrami-Sandwich gefühlt. Ich habe mir jetzt noch einfach mit Käse geholt, damit ich den morgen beim im Flugzeug essen kann. So, jetzt holen wir uns aber auch was auf den Markt. Nicht zu schnell. Was ist denn mal mit einer richtigen britischen Delikatesse? Denn die ist von dem Bagel-Shop echt nur 20 Meter entfernt. Um die englische Experience aber noch abzurunden, sind wir jetzt auch noch bei Shoreditch Fish and Chips. Das ist am Ende der Brick Lane, also da, wo auch die Bagel sind. Und haben uns noch Fish and Chips bestellt. Cod, also Dorsch. Mal schauen, wie das schmeckt. Kann man eine Pommes nehmen? Schön kross, kann man gut essen, muss auf jeden Fall die Pommes salzen. Man unterschätzt Fish and Chips, ist ganz gutes Essen. So, jetzt aber auf den Upmarket. Ich hatte einmal dieses Korean Fried Chicken in Soße, ganz cool. Und die anderen hatten mexikanische Enchiladas, die gefühlt im Käse ertrinken. Und Natalia, was hattest du? I have no idea, but it has got fried bananas on top, it has got aubergine, a bit of peanut butter, and it's like, seems to be a very nice stew. Yummy. Das Gute an diesen ganzen Märkten ist, jeder kann sich etwas Eigenes holen und dann kann man sich zusammen hinsetzen. Auf der Brick Lane ist definitiv auch weniger los als in Kempten, wo man echt kaum Platz zum Sitzen hatte. Hier wiederum kann man echt noch einiges genießen und einfach mal die Zeit totschlagen beim Essen. Hier kann man auf jeden Fall einige Zeit verbringen, auch in den Seitenstraßen findet man teilweise noch Streetfood, Wägen. Und absurd ist, dass man dann im Hintergrund, so, ne, hier ist alles so ein bisschen broken und man sieht einfach den Financial District mit den Hochhäusern im Hintergrund. Relativ absurd. Gibt es natürlich auch noch viel Vintage, habe ich ja schon gesagt. Ne? Also hier kann man echt sehr viel Zeit verbringen. Das ist so ein bisschen der alternative Bezirk von London. Aber natürlich hat London noch viele andere Märkte, die mit Ständen der Extraklasse überzeugen. Ich bin ehrlich, wenn man hier jeden Tag essen geht, wird man wahrscheinlich jahrelang was Neues essen können. Allein auf dem Weg zur nächsten Tube sind wir am Old Spitalfields Market vorbei, der nicht nur durch seine Architektur, sondern auch durch Essen und Modeshops besticht. Dann haben wir auch noch diese Eisdiele gefunden, die richtig cremiges Eis in verschiedenen Varianten serviert. Man kann mich also nach Hause rollen, wenn ich so weiter esse. Und am Ende kann ich euch nur empfehlen, geht durch Shoreditch, genießt so ein bisschen die Aussicht hier, Whitechapel, Shoreditch, hinter mir auch noch der Spitalfield Markt, hier kann man super viel sehen. Ja, für mich geht es jetzt aber noch ins Kino, denn wir gehen ins BFI IMAX, das ist ein ganz besonderes IMAX mit 60 Frames per Second, das gibt es nur in, ich glaube 10 davon gibt es nur in Europa, da nehme ich euch nicht mit hin. Denn wir sind jetzt fertig mit dem Video. Vergesst nicht zu liken, zu subscriben. Für mich geht es aber weiter morgen, denn wir fliegen nach Irland. Und da seht ihr dann das zweite Video. Da treffen wir Nick und Co., also andere Freunde noch, und machen Dublin und Galway unsicher. Guckt euch das auf jeden Fall an. Hier noch ein paar Highlights und ich gebe ab. Tschüss! Das war's also aus London. In zwei Videos haben wir wirklich alles gesehen. Vom Royal angehauchten Westen bis hin zum alternativen und Fresskoma vorprogrammierten Osten der Stadt. Deswegen wird es Zeit für Abwechslung, denn die grüne Insel Irland ruft, wo wir eigentlich zu fünft hin wollten und doch am Ende nur zu dritt sind. Naja, ein atemberaubendes Erlebnis zwischen grünen Wiesen, alten Schlössern und sehr, sehr viel Bier ist vorprogrammiert. Bis zum nächsten Mal also, hier kommen die Highlights. There's a man-